Wenn Lebensschützer ihre Meinung auf Facebook veröffentlichen, sollen diese Beiträge nicht zensiert werden. Das versprach der Gründer des Netzwerkes, Mark Zuckerberg, in einer Anhörung vor dem US-Senat. Senator Ben Sasse hatte Zuckerberg gefragt: Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der Sie entscheiden, dass es Lebensschützern verboten wird, Ihre Meinung zur Abtreibung auf Ihrer Plattform zu veröffentlichen? Zuckerberg versicherte daraufhin, er wolle nicht, dass es dazu komme. In den vergangenen Monaten hatte Facebook mehrere Veröffentlichungen von Abtreibungsgegnern zensiert und Werbeanzeigen von Vereinigungen gelöscht, die sich für den Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum Tod einsetzen. Anlass für die Anhörung ist ein Missbrauch von Nutzerdaten bei Facebook. Mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, macht auch stark für andere Lebensbereiche. Diesen Standpunkt vertritt die 30-jährige Wirtschaftsjuristin Deborah Gerhardt auf Focus Online. Man muss nicht immer alles sofort haben, wie unsere Gesellschaft uns so häufig weismachen will. Ich denke, das Warten ist ein gutes Training für den Charakter und die Persönlichkeitsentwicklung. Der Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrachteten Sexualität eher als Hobby. Wie soll jemand, der viele Jahre lang so gelebt hat, später ein treuliebender Ehemann oder eine treue Ehefrau sein? Gerhard lernte ihren Mann in einem christlichen Internetforum kennen. Bis zu unserer Hochzeit nicht miteinander zu schlafen, hat schon einiges an Selbstdisziplin erfordert. Dafür wurden wir, als es soweit war, aufs Schönste belohnt. Laut der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte kommt es in islamischen Staaten zu einer verstärkten Verfolgung. Insbesondere Christen sind davon betroffen, so Vorstandssprecher Martin Lessentin auf der Jahresversammlung in Bonn. Die IGFM informiert über weltweite Menschenrechtsverletzungen und über Gruppen, die sich für Religionsfreiheit einsetzen. Sehen Sie einen Kommentar von Martin Lessentin zur Situation von verfolgten Christen in islamischen Ländern. Das gilt für Länder wie die Islamische Republik Iran oder die Islamische Republik Pakistan. Das gilt aber auch für die Türkei oder für Ägypten. Wir erleben dort, dass Übergriffe stattfinden, in Ägypten zum Beispiel durch islamistische Terroristen, die vom ägyptischen Staat nicht geschützt werden können. Wir erleben im Iran, dass der Staat selber verfolgt und Verfolgung anstachelt. Übrigens dort nicht nur von Christen, sondern auch von Baha'is oder muslimischen Sufis. Wir erleben in der Türkei, dass die christliche Minderheit anhaltend diskriminiert ist und dass zugleich Christen Opfer werden durch kriegerische Handlungen der Türkei, zum Beispiel den Angriff auf Afrin, wo auch ostsyrische Christen die Opfer gewesen sind.